wenn man nicht immer wieder die Regeln an irgendeinem Punkt durchbricht und eine andere Richtung einschlägt, dann läuft man Gefahr, in so einer Verhärtung und Versteifung zu landen, in der sich einfach keinerlei Türen mehr auftun. Die 80er Jahre waren eine Zeit der großen Subkulturen. Und dann kam Punk als ein kultureller Einschnitt. Also, dass wir so ein Lied gemacht haben wie Tanz der Mussolini, Adolf Hitler und Jesus Christus, ja, das war natürlich eine Bombe. Diese Lebendigkeit, dieses Experimentieren, dieses Neue, alles ausprobieren. Wir hatten uns von vornherein auf die Fahne geschrieben, dass wir eben sehr stark Musik machen wollten, die von unserem Kulturkreis geprägt ist. Die uns hier umgebende Plastik-BRD-Realität, die interessiert uns. Und weder das idealisierte Land noch irgendwelche fernen Utopien. Also es ging nicht nur darum, sozusagen etwas nicht zu können, sondern auch etwas nicht zu wollen. Du bist kein Held auf dieser Welt. Auf dieser Welt, die uns so sehr gefällt. Für mich war das so eine Stimmung, wir fangen von Null an. Diesen ganzen genialen Dilettanten, sage ich mal, nenne ich ihn einfach mal so, die nannten sich in Ost-Berlin Autoperforisten. Das waren eigentlich auch geniale Dilettanten. Und in West-Berlin geniale Dilettanten. Inspirierend für uns war Wolfgang Müllers Buch Geniale Dilettanten. Wir fanden das eigentlich von der Strategie her sehr interessant. Wir haben Performances in Wohnung gemacht, Dichterlesungen in Wohnung. Aber ja, wir hatten, also es war immer eine Frage, kommt die Polizei, löst das Konzert auf oder nicht. Melodie und Harmonie! Dass wir eigentlich nie Angst hatten, heute einen Super 8 Film zu drehen, morgen Musik zu machen, übermorgen Bilder zu machen, eine Kunstaktion zu machen. Im Kopf gab es da keine Grenzen. Thank you.